Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen GFD Live Trading TV um 10:20 Uhr am Morgen des 25. Junis. Ich grüße Sie. Der DAX zeigt sich hier schon sehr, sehr interessant. Nach dem leichten Rücksetzern zum Start wollen wir hier mal den Index jetzt unter die Lupe nehmen, denn hier im Stundenchart-Intervall befinden wir uns unmittelbar vor einem bekannten Widerstandslevel, das jetzt eben hier vorausliegt. Schauen wir daher gleich mal auf den Stundenchart, bevor wir die höheren und tieferen Zeitebenen gerne nochmal beleuchten. Wir sehen hier, ja, die Entwicklung im Stundenchart-Intervall, gestern dann hier Rücksetzer, die auch zu einem Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie des Kanals hier führten. Allerdings, und das ist im Prinzip sehr konstruktiv, gab es hier keine nachhaltigen Verkäufe. Also das hier ist praktisch das außerbörsliche Geschehen dann. Und da sehen Sie, dass hier nicht wirklich Druck nach unten aufkam. Vielmehr hat der Index jetzt hier aufgrund der heutigen und der gestrigen Impulse einen ganz, ganz klaren Unterstützungsbereich ausgebildet, der hier im Bereich knapp unter 11.400 Punkten zu finden ist. Bereich 11.390, 11.387. Das ist ein ganz wichtiges Level. Das soll heißen, wenn der DAX hier drunter fällt, dann haben wir sicherlich ein Verkaufssignal kurzfristiger Natur mit Potenzial von gut und gern dann rund 200 Punkten. Das heißt, hier kann man dann kurzfristig sicherlich eine schöne Abwärtsbewegung mitnehmen, wenn es denn so kommt. Denn aktuell, und das sehen Sie hier im Stundenchartintervall auch, haben wir hier die Situation, dass der kurzfristige Abwärtstrend im Stundenchart zur Disposition stehen könnte. Und gekoppelt mit diesem Widerstandsbereich im Bereich um 11.510 Punkten, dieses Level hier, wir scrollen uns mal raus, war einerseits hier schon mal am 29.05. interessant, dann in der Früh am 1.06. Dann nochmals am 3.6. 15 Uhr. Zuletzt hier am 24.6. um 16 Uhr. Hier gab es nochmal einen Ausbruch nach oben, aber das war jetzt nicht weiter dramatisch. Hier gab es nämlich dann am Morgen am 24.6. den Ausbruch darunter, dann Pullback, Rücksetzer und jetzt sind wir wieder an diesem Level und hier entscheidet sich letztlich das weitere Gebaren vom DAX. Am Morgen hier erstmal eine ganz, ganz schöne Umkehrformation gesehen, die auch hier, ich hole mal kurz den kurzfristigen Xetra-Chart hier rein, also hier das Close gestern, dann hier das Gap Down zur Eröffnung. Wenn wir uns hier den 1-Minuten-Chart mal anschauen, dann hier sehr schön zu sehen, wie die Eröffnung dann nach einem anfänglichen korrektiven Impuls, einem Rücksetzer und dann hier beginnend mit dieser hellen Kerze dann praktisch wieder in einen Up-Move aufging. Dazu an dieser Stelle die Überlegung, nicht unbedingt in den nächsten Wochen, aber durchaus denkbar, dass wir das im Laufe des weiteren Jahres hier machen. Kurze Frage dahingehend an alle Zuschauer. Ich denke, es wäre von Interesse, wenn wir hier so eine Art DAX-Opening täglich starten, also gegen 8:55 Uhr, 9 Uhr spätestens dann praktisch hier auf den DAX im ganz kurzfristigen Zeitfenster M1, M5 zu schauen und dann gleichzeitig noch einen Auswurf auf den Tag zu geben. Ich denke, das könnte von Interesse sein. Dazu einfach mal kurzes Feedback, was Sie davon halten, im Stream am besten oder whatever. Jetzt sehen wir aber hier erstmal den 15-Minuten-Chart zum Xetra DAX. Der zeigt eben an, dass wir hier eine sehr, sehr schöne Situation haben. Die Average True Range erlaubt hier noch reichlich Spielraum. Genau das gleiche ist der Fall, wenn wir uns jetzt hier den Xetra DAX von der Xetra DAX, die JFD 24-Stunden-Indikation anschauen. Das heißt, wir haben hier aktuell 122 Pips absolviert. 120 rund beim Xetra DAX, das gleicht sich heute nahezu 1 zu 1. Und wir sehen im Schnitt eben die 250 Pips, die uns noch zu Punkte, die uns noch zur Verfügung stehen. Und das heißt, wir haben hier technisches Potenzial bis 11.635 auf der Oberseite und 11.250 auf der Unterseite. Hier gerade im 15-Minuten-Chart-Intervall wichtig, dass wir uns heute hier oberhalb des Pivot-Levels stabilisieren, hier nicht nochmal nachhaltig unter 11.440 fallen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Dann könnte es hier eben doch noch Tiefs Richtung Vortagestief, Richtung Vorwochenhoch und eben Ausreizung der Range geben. Aber, jetzt kommen wir zum Aber, wenn wir nach oben ausbrechen, wir merken uns das Vortageshoch, 11.590 rund, 11.635, wenn der DAX jetzt praktisch hier den Ausbruch vollzieht. Ja, dann stehen die Chancen gut, dass wir hier weiter anziehen in Richtung 11.590 eben knapp und dann sogar hier möglicherweise das Hoch vom 23. ins Visier nehmen, um dann praktisch hier Preise über 11.635 Punkte zu erzielen. Das ist ein Thema, wenn der DAX hier rauszieht über 11.520, idealerweise per 15 Minuten, insbesondere per Stundenschluss, dann hätten wir hier die Situation, dass der Markt
wieder auftritt und hier durchaus noch was passieren kann. Die Wochenstartstatistik hat leider gerade einen Bug, aber Sie wissen aus der Vergangenheit, Schrägstrich von den letzten Videos, dass der Donnerstag der bullischste Wochentag beim DAX ist. Also, ergo, wenn der hier rauszieht, dann haben wir nicht nur statistischen Rückenwind, sondern eben auch technischen Rückenwind und das könnte dazu führen, dass der DAX hier einen schönen Auftrieb entfaltet, der dann eben hier auch relativ zügig weitere 100 Punkte nach oben verspricht. Sieht in jedem Falle sehr interessant aus. Und jetzt kommen wir abschließend zum Tagesstart. Da haben wir die Situation, dass der Pullback im Prinzip vollzogen wurde. Wir sehen ja den blauen Tendenzfall. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir haben hier den grünen Fall, wir haben hier den blauen skizzierten Tendenzfall der Vortage. Wenn der DAX jetzt hier nach oben weiter anzieht, insbesondere den kurzfristigen Abwärtstrend durchbricht, dann stehen die Chancen gut, dass wir hier wieder nach oben laufen, weiter nach oben laufen. Natürlich ist das Griechenland-Thema ein Stück weit hier der spekulative Charme und ich zeichne hier nochmal eine Trendlinie ein, ja, um auch nochmal den Charakter der schrägen Trendlinien zu verdeutlichen. Eine zweite nämlich, das hier ist meine primäre Abwärtstrendlinien in Form dieses Abwärtstrendkanals, von der man hier unten sehr schön mit der Hammerkerze einen Einstieg hätte finden können. Jetzt komme ich hier mit dieser Kerze auf die Dochte der Candlestick-Kerze, insbesondere der hier vom 26. Mai. Und da sehen wir hier, dass wir hier im Tagesschart nahezu punktuell an dieser Abwärtstrendlinie gescheitert sind. Schauen Sie sich das an. Das dient jetzt einfach dem Zweck, dass wir uns mal ein Stück weit noch an diese schrägen Trendlinien, die einen schrägen Charakter haben, weil jeder die anders auflegt, eben hier doch noch auch technisch einen sehr schönen Touchdown am gestrigen Handelstag nahezu punktuell im Bereich 11.635 an diesem Niveau gesehen haben, nicht gestern, sondern vorgestern. Und dieses Trendliniengebare, also einerseits haben wir hier ein Pullback an die für mich primäre Trendlinie vollzogen, sehr bullisch. Und dann ist es aber wichtig, dass wir eben über diese sekundäre hier im Zuge dieser Schattenwürfe nach oben der Dochte hier diese gekoppelte Trendlinie überwinden. Und das wäre eben der Fall, wenn wir übers 11.635 Punkte rausziehen. Wenn das geschieht, meine lieben Zuschauer, dann haben wir hier beim DAX ganz klar ein Kaufsignal auf Tagesbasis vorliegen, wobei das ja jetzt ohnehin schon aktiv ist mit dem jüngsten Ausbruch. Und wenn wir das jetzt hier mit der Saisonalität koppeln, dann sieht das eigentlich ganz gut aus für den weiteren Sommerverlauf, meine lieben Zuschauer. Seit letztem Wochenende haben wir Sommeranfang. Es scheint auch, dass jetzt die Temperaturen steigen. Wollen wir doch mal sehen, ob der DAX Gleiches tut. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ciao dabei, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.